Hey Leute, Martin hier. Willkommen zurück zu The Legend of Zelda Twilight Princess. Wir gehen jetzt durch diese finstere Höhle, zücken unser Schwert, denn hier werden eine Route aus Holz. Und im Grunde auch nicht viel schwächer als das, was ich in meiner Hand habe, nämlich ein Stück Holz. Naja, darauf will ich nicht weiter herumhacken. Ich meine, ja, Collins Vater hat sich sicher viel Mühe gegeben. Ich glaube, er ist Russell oder so. Jedenfalls in der englischen Version. Ich kenne die ganzen deutschen Namen nicht. Meine Güte. Ist auch dumm, dass die Namen alle geändert werden für die Version. Das verstehe ich nicht so. Ich meine, Colin heißt Colin. Das ist ja in Ordnung. Und das ist auch so... Ey, jetzt kriege ich schon nicht mal eine Fledermaus tot. Das ist auch so beibehalten worden. Aber ich meine, es gibt dann auch andere Namen, die wurden geändert. Und ich verstehe es nicht immer... Ich meine, Taro und Maro sind eigentlich Terlo und Merlo mit einem L. Warum ändert man da einen Buchstaben im Namen? Ich begreif's nicht. Ah, Pflanze, stirb. Ich meine, was sind wir bitte für Menschen? Wir sind Anti-Vegetarier anscheinend in diesem Spiel, denn wir töten Pflanzen. Okay, diese Pflanzen wollen uns auch fressen, deswegen haben wir auch einen guten Grund, aber... Wir töten auch Ratten und Fledermäuse. Wir hassen einfach generell die Natur. Kann das sein? Wir wollen der Natur nichts Gutes... So, hier machen wir einfach mal eine Wirbelattacke und dann kriegen wir da nochmal Geld. Und den kriegen wir auch noch mit einer Wirbelattacke kaputt. Das Ding da allerdings müssen wir mit einem gezielten Schleuderschuss kaputt kriegen. Aber ich meine, für ein bisschen Geld mache ich alles. Ich meine, Moment. Ja, hier sind noch mehr Dekus. Dekubabas, besser gesagt. Ah! Muss man hier mit dem Fuchteln und so klarkommen. So, hier machen wir ein bisschen Licht. Und dann holen wir uns noch mehr Rubine, bevor wir uns nicht erstmal eine Gehirnerschütterung holen. Ich werde euch sagen, am Ende dieses Abenteuers hat Link so einen zermatschten Kopf, weil wir so oft gegen irgendwelche Wände rollen und gegen Bäume und was weiß ich, dass er nicht mehr klar denken kann. Naja. Wir werden mal hier weiter den Weg fortsetzen und sind auch schon aus dieser Höhle heraus. Und wir sind im Wald. Auf der anderen Seite des Waldes. Uns werden zwei Ziele angezeigt, was ein bisschen gemein ist, denn das Ziel auf der rechten Seite können wir noch gar nicht holen, denn dort brauchen wir einen Schlüssel. Deswegen ist zuerst das Ziel auf der linken Seite angesagt und der hier hat uns von ganz schön weit gesehen. Ja, wir haben hier Goblins als Gegner. Von mir aus. Oder Moblins. Ist mir doch egal, wie ihr sie nennen wollt. Nennt sie, wie ihr sie nennen wollt. Ich nenne sie Goblins und Moblins. Ich glaube, ich habe keine feste Bezeichnung für die Viecher. Außer, dass ich sie einfach töten werde. Und zwar so schmerzhaft, wie es nur geht. Genau wie diese Fledermäuse. Und dann gehen wir mal in diese Höhle. Und schauen, was uns hier drin erwartet. Ein weiterer Goblin-Moblin. Ah, warum das mit der Wirbelattacke manchmal nicht funktioniert, habe ich keine Ahnung. So, und wenn wir in diese kleine Truhe schauen, kriegen wir keine Rubine, sondern einen Schlüssel. Und jetzt haben wir hier aber noch zwei Fackeln. Uch, Fledermaus, 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 danke. Wir haben hier noch zwei Fackeln und die zünden wir mal schön an. Und es erscheint eine Truhe. Ja, leider hat Twilight Princess sehr viele... Zelda wird ja nachgesagt, dass es nicht mehr so innovativ ist. Und mit den Fackelrätseln zum Beispiel übertreibt ein bisschen. Twilight Princess ist da nicht anders. Auch hier gibt es viele Fackelrätsel. Aber wir kriegen auch coole Belohnungen. Und zwar unser erstes Herzteil. Sammle 5 davon, um ein zusätzliches Herz zu erhalten. Ja, in Twilight Princess müssen wir 5 Herzteile sammeln, bevor wir einen neuen Herzcontainer bekommen. Das war ja auch einer meiner Hinweise für das neue Let's Play. Und ja, natürlich werden wir in diesem Let's Play alle finden. Und ihr werdet auch immer schöne Einblendungen erhalten, welches Herzteil ich gerade eingesammelt habe und wo es sich befindet. Ich meine, das ist vielleicht für den einen oder anderen, mag das unnötig erscheinen, weil ihr seht ja im Video, wo das Herzteil ist. Aber ich mache das trotzdem ganz gerne mit den Einblendungen, einfach um meine Videos ein bisschen von anderen Let's Plays abzuheben und so. Und ich meine, es ist ja nicht so, dass ich als Einziger das mache mit den Einblendungen und so, aber ich will das trotzdem beibehalten. Bei so Spielen wie Zelda ist das auch immer sehr... ja, sehr angebracht, da ein paar Einblendungen und Hilfestellungen zu geben. Naja. Jedenfalls haben wir ein Herzteil und das zweite, das lässt wieder eine Weile auf sich warten. Ich spiele parallel hierzu auch ein Practice-File. Das habt ihr vielleicht gesehen, da war noch ein Spielstand, Spielstand Nummer 3 im Startmenü. Guckt nochmal in den ersten Part. Das ist mein Practice-File. Denn ich
auch wenn ich noch vor kurzem ein Let's Play gesehen habe, und wir schließen hier gerade die Tür mit dem Schlüssel auf, auch wenn ich vor kurzem noch ein Let's Play gesehen habe und die ganzen Herzteile auch in der Liste habe, will ich doch gerne auch so ein bisschen örtlich wissen, wo sie sind. Das heißt, ich werde immer so ein bisschen auch im Voraus noch spielen und gucken, wo die ganzen Sachen sind. So. Als nächstes haben wir hier wieder ein paar Goblins. Na komm. Die wir schön vernichten werden. Und als Beute kriegen wir ein bisschen Geld. Und Geld müssen wir auf jeden Fall sammeln. Wir brauchen für den späteren Verlauf auf jeden Fall ein bisschen Geld. So. Und damit ist er auch tot. Und hier haben wir was, das finde ich ganz witzig. Ein Laden. Spitze, Spitze. Jetzt noch kaufen, kauf noch was. Und zwar, Kra, willkommen, kauf was, kauf was. Wir können unsere Flasche entweder mit einem roten Trank oder mit Öl auffüllen und ihm dann hier Geld in die Box legen. Aber wir brauchen im Moment nichts. Vielleicht kaufen wir später noch was bei dem. Wer weiß. Erstmal gehen wir hier den Weg lang. Und die Kamera zeigt uns schon, was da oben Phase ist. Nämlich... Nein, Taro und das Affenmädel sind in einem Käfig eingesperrt. Von den Goblin-Moblins. Deswegen gehen wir doch mal hin und machen die Goblin-Moblins platt. Hallo, ich hab doch mit der Sprungattacke nicht getroffen. Naja, egal, dann treffe ich halt so. Und jetzt befreie ich euch. Ich befreie euch. Ich befreie euch. Dankeschön. Der kaputte Nunchuck. Der wird mir noch einige Probleme machen, glaube ich. Naja. Hey, guck nicht so rein, so geknickt. Was ist denn los? Vielleicht. Tja, also nicht so tief in den Wald, das stimmt schon, das hättet ihr bleiben lassen können. Aber ich meine, komm, was erwartet man denn von Kindern, die in einem Dorf wohnen, was an einen Wald grenzt, dass die nicht in den Wald gehen? Also dann muss man vielleicht, wenn man als Eltern besorgt ist, dass der Wald zu gefährlich ist, ein Stück abstecken oder so oder sichern. Mit einem Tor oder einem Zaun. Ach, warte, das ist doch passiert. Naja, vielleicht sollte man es einfach besser sichern, weil Kinder, wenn die in einem Waldgebiet wohnen, dann können die doch auch im Wald spielen. Dann muss man halt dafür sorgen als Eltern, dass es da sicher ist. Naja, egal. Und somit sind wir am Tag unserer Abreise, oder zumindest vor unserer Abreise, fast fertig. Und unser letzter Arbeitstag geht langsam wieder zu Ende. Ja. Oh ja, das wäre cool, ey. Früher Feierabend, das finde ich cool. Also, Epona, du hast gehört. Wir machen ein bisschen früher Feierabend. Da hinten steht sie schon. Ich hätte eigentlich hingehen können und... aber sie hier hinzurufen macht viel mehr Sinn, nicht wahr? So, komm mal hier hin. Wir springen auf. Und dürfen noch einmal Ziegen eintreiben. Also aus irgendeinem Grund sind es diesmal aber 20 Ziegen. Beim letzten Mal war es 10. Meine Güte, die haben aber ordentlich zugelegt. In einem Tag sind es doppelt so viele Ziegen wie zuvor. Das ist aber... Haben die sich ganz schön vermehrt, hä? Da muss man ein bisschen kontrollieren. Ich meine, Ziegen züchten als Bauer und so kann ich ja verstehen, ne? Nachwuchs und so ist wichtig bei sowas. Aber... Das ist ein bisschen übertrieben. Oh, ich hasse das. Wenn eine einzige Ziege... Wir müssen das irgendwann nochmal machen, auf Zeit, für ein Herzteil. Und, das ist doof. Wenn eine Ziege so außer Kontrolle gerät und aus der Bahn und irgendwie falsch abbiegt, dann hast du echt ein Zeitproblem. Komm, rein! Und du, guck, die Ziege, die steht jetzt hier so rechts-links-mäßig, halt richtig in einem komischen Winkel und ist halt jetzt nach da abgehauen. Und jetzt muss ich hier so um die rumrennen und die so treiben, dass die ins in den Stall läuft. Und ja, deswegen. So, und du stehst jetzt hier nah am Tor dran, du rennst automatisch rein. Ja, alles klar. So. Und achte ein bisschen auf deine Ziegen. Nicht, dass wir beim nächsten Mal wieder die doppelte Anzahl haben, wenn die sich so vermehrt haben. Also, bitte. Naja, dann dürfen wir noch einmal diesen Reitparcours hier machen, warum auch immer. Und das war's mit unserem Arbeitstag.
Oh mein Gott, dich haben wir noch gar nicht gesehen. Ich glaube, das ist der Bürgermeister. Und der hat Hörner als Bart. Ja, Mann, bisschen früher Feierabend. Was dagegen? Na dann. Ja, das machen wir doch. Was denn? Wo? Ich sehe nichts. Ich fasse mein Pferd überhaupt nicht grob an. Du bist kleptomanisch veranlagt. Du klaust mir mein Pferd dauernd. Was soll denn der Scheiß? Was? Willst du es jetzt zur Lasagne verarbeiten oder warum? Nein. Der war schlecht platziert. Ich musste irgendeinen Witz in der Richtung bringen, aber der war nicht gut platziert. Vielleicht fällt mir im Laufe des Spiels noch ein besserer ein. Wer weiß. Ilja? Ilja? Ja, wir brauchen unser Pferd natürlich. Was ist denn mit meiner Stimme los? So. Wir brauchen natürlich unser Pferd, um das Geschenk zu überbringen. Deswegen müssen wir schnell hinter Ilja her und unser Pferd wiederholen. Ich meine, das kann ja so nicht angehen, dass sie uns unser Pferd einfach wegschnappt. Was sollen wir denn davon halten jetzt? Schlimm, 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 schlimm. Ja, ich will zu Ilja. Komm, Colin, lass mich in Ruhe. Richtig, ey. Ja, von mir aus hier kannst du haben den Stock. Freue ich nicht. Ja, kein Ding. Das ist doof und gefährlich. Alter, Schwerter sind geil. Schwerter sind episch. Du willst so sein wie ich? Du willst reiten, Alter. Bist du schwul? Obwohl, nee, ich reite auch. In dem Fall ist das noch akzeptabel. Aber du sagst erst, Schwerter sind doof und gefährlich. Aber ich habe selbst auch dieses Schwert benutzt. Oder diesen Stock. Und wenn du so sein willst wie ich, musst du auch lernen, mit einem Schwert umzugehen. So ist das nun mal, Colin. So ist das nun mal. Ja, und ansonsten wollen wir doch mal nach unserem Pferd schauen. Hallo, ich will mein Pferd wieder haben. Alter, das ist mein Pferd. Ja, toll. Colin unterhält sich jetzt mit Ilja und ich darf in einem Loch umherkriechen und, naja, egal, ich will mich ja nicht beschweren. Obwohl, doch, eigentlich schon. Ich beschwere mich ja die ganze Zeit. Also los. So, Ilja, und jetzt gib mir mein Pferd wieder. Das ist mein Pferd. Meins! Ich habe überhaupt nichts angetan. Ich habe sie geritten. Das macht man so mit Pferden. Ja. Es ist mir bewusst, ab und zu ein Kratzer, das kann schon mal passieren, wenn der, wenn mein Boss mich zwingt, mit dem Pferd über Holzpfähle zu springen, obwohl ich das eigentlich gar nicht will, dann kann es passieren, dass sich das Pferd mal verletzt. Aber es ist ja nicht meine Schuld. Ja, okay. Von mir aus. Oh, oh, nein. Oh, shit. Was zur Hölle?
Alter, lass die Kinder in Ruhe. Oh, shit. Was? Angriff der Grafikfehler oder was? Oh, das kann nicht gut sein. Was ist das? Oh shit. Was bist du denn? Wuff? Was ist nur mit uns passiert? Wo sind... Was? Alles auf einmal? Was ist denn jetzt los? Und jetzt werden wir auch noch verschleppt. Also, ich glaube, schlimmer hätte es nicht kommen können. Und wer ist das? Mann, 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 da ist ja ganz schön viel Scheiße auf einmal passiert. Was ist da überhaupt passiert? Wir kommen da noch nicht so ganz hinter, nicht wahr? Naja, beim nächsten Mal gucken wir mal, in was für eine Lage wir da geraten sind. Also, bis zum nächsten Mal, macht es gut und hauet rein.